Das ist der Moment, in dem die jungen Männer ihre Chance wittern. Ein Lastwagen fährt durch das Dorf Richtung Hafen. Genau dort wollen die Afrikaner auch hin. Erst zum Hafen und dann mit einer Fähre weiter nach England. Das hier ist keine Ausnahme. Es passiert jeden Tag und jede Nacht und fast bei jedem Lastwagen, der vorbeikommt. Viele Männer kommen aus dem Sudan und alle haben dasselbe Ziel. Irgendwie auf die Ladefläche eines Lastwagens und dann unerkannt nach England gelangen. Bis es soweit ist, übernachten die Flüchtlinge am Straßenrand unter freiem Himmel, denn Zelte werden von der Polizei nicht geduldet. Jeden Morgen warten die Männer auf neue Lastwagen. Dieser Truck kommt aus Bulgarien. Einigen Männern gelingt es, die hintere Tür zu öffnen, doch niemand klettert ins Innere. Der Fahrer hat natürlich bemerkt, was vor sich geht. Er schließt die Tür und will weiterfahren. Da haben die Männer bereits aufgeholt und den Lastwagen erreicht. Sie öffnen die Tür und steigen ein. Anders als in den großen Hafenstädten wie Calais führen hier keine Autobahnen zu den Fähren. Es geht durch die Dörfer mit Ampeln und Kreuzungen, was die Migranten ausnutzen wollen. Die Anwohner haben sich an dieses Bild längst gewöhnt, wenngleich die Meinungen über die Migranten weit auseinandergehen. Ich wohne hier und wir wurden noch nie bedroht. Ja, es stimmt, momentan gibt es viele, die hinter den Lastwagen herlaufen. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, dass es hier Probleme gibt. Na, Sie sollten einmal erleben, was mir in Paris passiert ist. Wir wurden bedroht. 7 arabische Männer haben mich in der U-Bahn bedroht. Ich habe gestanden und sie saßen. Mein Sohn hat jetzt eine Narbe im Gesicht, Madame. Sie haben ja gar keine Ahnung, was noch alles passieren wird. Die Polizisten im Ort wirken machtlos. Sie treiben die Flüchtlinge zwar von der Ladefläche, doch nur Sekunden später versuchen andere wieder aufzuspringen, und zwar vor den Augen der Polizei. Wir zählen insgesamt 18 junge Männer, die meisten verlassen den Lastwagen wieder. Nur 4 oder 5 schaffen es tatsächlich bis zum Hafeneingang. Dort wird jeder Lastwagen kontrolliert. Die Sicherheitskräfte ziehen 4 Männer nach draußen. Möglicherweise ist ein Mann nicht entdeckt worden. Sicher sagen lässt sich das nicht. Einige sprechen mit uns und erzählen, wie alt sie sind. Ich bin 16. Ich bin 17 Jahre alt. 16. 14. Und ihr kommt alle aus dem Sudan? Warum England? England ist gut. How do you know England? Woher wisst ihr das? Mein Bruder ist in England. Your brother is in England. Ist er auch auf einem Lastwagen geklettert? On the trucks? Ja, er ist von hier aus nach England. Mittlerweile fährt wieder ein Lastwagen zum Hafen und die jungen Migranten warten weiter auf ihre Chance. Außer von ein paar Freiwilligen bekommen sie keine Hilfe. Was sie antreibt, ist die Hoffnung, dass auf der anderen Seite des Ärmelkanals ein besseres Leben auf sie wartet.